Hallo meine Lieben, Natascha hier mit einem weiteren Video für euch. Heute haben wir eine Wochengestaltung in meinem Planer. Dieses Mal ist das die Woche 5, Ende Januar, Anfang Februar. Und wir starten ganz gewohnt mit unserer Unterteilung. Ich habe hier ein gewisses Problem mit meinem Gelstift. Ich hätte gerne was in Rot gehabt, damit es halt passend zu dem Monat Februar und zu meinem aktuellen Stil oder Gestaltung passt. Aber mein Stift wollte nicht so wie ich. Hier habe ich rumprobiert, verschiedene andere Rottöne genommen. Der hier scheint halbwegs zu funktionieren. Naja, wie das immer so schön ist, man denkt, man hat alles zu Hause und dann, wenn man dann anfängt zu basteln, stellt man dann doch fest, irgendwie hat man doch Defizite und das eine oder andere fehlt einem ja doch. Inzwischen habe ich dem Ganzen vorgebeugt und habe mir tatsächlich eine große Box mit Gelstiften im Action gekauft. Naja, wenn man dann damit arbeitet und doch nicht alle Farben zur Verfügung hat, ist das halt doch schon ein bisschen doof. Ich unterteile die linke Seite in 3 Kästen und die rechte Seite in 4, wobei die ungefähr gleich groß sind, nur dass der untere halt halbiert wird fürs Wochenende. Und nach der Unterteilung kommt dann meine freihand gezeichneten Rahmen. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das dieses Jahr so angefangen und setze das auch so durch. Es gefällt mir ganz gut. Mal gucken, wie lange. Bis ich dann irgendwann das Ganze auch satt gesehen habe. Ich kenne mich halt. Und im Moment ist das okay, ist das in Ordnung. Und es reicht mir schon, dass ich von Monat zumindest die Farbe wechseln kann. Als ich dieses Video gedreht habe, war schon relativ spät. Und die Beleuchtung ist jetzt nicht die optimalste. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem noch relativ alles gut erkennen. So. Jetzt die linke Seite war fertig, jetzt geht es rüber zu der rechten und da wird genauso ein Kasten gezogen um jedes Fach oder um jeden Wochentag. Wenn sich einer wundert, warum ich ausgerechnet jetzt die Videos für Februar hochlade, ich muss sagen, mein Monat Februar war schon sehr vollgepackt und irgendwie passt alles nicht so wirklich. Die Motivation bei diesem, ich sag mal, fiesen Wetter da draußen war auch nicht wirklich vorhanden. Und jetzt, nachdem jetzt die Sonne scheint und ich tatsächlich auch im Urlaub bin, habe ich die Zeit gefunden und möchte halt das, was ich gedreht habe, auch das dann auch online stellen, weil es ist doch schon ziemlich viel Arbeit. Hier haben wir One Lipstick von Distress und einen pinken Blending Brush. Ich benutze ja pro Farbfamilie einen einzigen Pinsel und den putze ich halt zwischendurch mit meinem Mikrofasertuch sauber, wenn ich dann denke, ich gehe jetzt in einen dunkleren oder helleren Ton und ich weiß nicht, was jetzt noch an Resten auf dem Pinsel geblieben ist. Hier wird auch erstmal in der Mitte eingefärbt, ein bisschen die Kanten, Ecken. Und auch wieder hier die Waffelflower Schablone. Ich habe gedacht, wenn wir schon mit einem Produkt anfangen, können wir dann halt auch da bleiben. Hier habe ich allerdings in derselben Farbe die Herzchen schabloniert. Das heißt, die heben sich zwar schon ab, aber sind nicht so aufdringlich und heben sich nicht zu stark dann vom Hintergrund ab. Hier sind auch wieder die Schnörkel von Stempelglede. Ich fange wieder mit dem kleineren an. Nouveau Stempelkissen. Erst in der Mitte. Dann die Kanten oder die Außenbereiche. Wiederholung ist halt auch immer so angenehm fürs Auge, sag ich mal. Und nachdem wir fertig sind mit dem einen, mit dem kleineren, kommt jetzt der große zum Einsatz. Auch da die Papiere zusammenschieben, in der Mitte erst stempeln. Ich versuche jetzt auch nicht so viele Bereiche, ich sag mal, voll zu machen, weil ich weiß, ich brauche auch viel Fläche zum Schreiben. Da ist es bei der Monatsübersicht noch ein bisschen anders gewesen.
Auch hier, ihr seht, ich arbeite auf einer Glasmatte und die müsst ihr auch dann zwischendurch mal sauber machen. Das heißt, jedes Stempelkissen, was ihr benutzt, wenn ihr das außerhalb des Papiers stempelt, wird natürlich auch auf eure Unterlage übertragen. Hier habe ich das Archival Ink in Pumiceton. Der ist nicht so schlimm dunkel wie die schwarze Farbe und gibt trotzdem Struktur. Das ist der Spritzerstempel von Stempelglede. Hier habe ich teilweise einmal gestempelt, teilweise zweimal gestempelt. Und auch wieder Wiederholung ist das A und O. Hier habe ich sogar ein bisschen mehr mit diesem Stempel gearbeitet als jetzt auf den anderen zwei Seiten. Ich mag den. Der gibt halt ein bisschen mehr. Und jetzt kommt es drauf an. Ich musste echt lange überlegen, welche Motive ich denn benutze. Und wie ihr seht, Scrapberries lagen auf meinem Schreibtisch, aber irgendwie haben sie mir dann doch nicht so zugesagt. Und ich dachte, ja gut, dann wird es wohl wieder diesmal Whiff of Joy mit Henry, aber dieses Mal ein bisschen anders. Das ist eine Herbstplatte, meine ich. Und da hat mich dieser Henry, der auf dem Fass sitzt, ganz überzeugt. Und dazu nehme ich auch ein, ich sag mal, ein Motiv ohne Henry. Und zwar sind das zwei Weingläser und Weintrauben. Eine Art Stillleben, kann man sagen. Doch. Auch hier wieder sauber machen. Da sie bei mir nicht montiert sind, muss ich mir auch hier mit Klebeband behilflich sein. Ich roll das zusammen und dann klebt es halt auch an meine Stempelhilfe fest. Und die waren, glaube ich, bis jetzt noch nie zum Einsatz gekommen. Ich habe wirklich eine Zeit lang doch mehr Geld für die Stempel ausgegeben, als wirklich Zeit hatte zum Kolorieren. Also es sind noch einige Stempel in meiner Sammlung, die noch keine Farbe gesehen haben, was eigentlich total schade ist. Andererseits, jedes Mal, wenn ich meine Sachen durchgehe, das ist wie Einkaufen vom Neuen. Hier habe ich mit dem kleineren Motiv angefangen und mit meinen Distress-Re-Inkern, wie immer. Ich habe auf Aquarellpapier gestempelt mit Archival Ink Black Suit. Eigentlich ist es immer dasselbe, aber ich erwähne es gerne nochmal. Für die Leute, die das vielleicht mal ausnahmsweise mit diesem Video starten und die anderen vorher nicht gesehen haben. Das ist so ein Rotton, den ich gewählt habe. Ich bin erstmal mit leichten Schattierungen reingegangen und habe das Ganze jetzt hier ein bisschen verstärkt, ein bisschen intensiviert. Ein bisschen Gelb für den Käse. Und da der Käse natürlich zu hell ist, wird er mit Orange dann schattiert, damit er ein bisschen mehr Tiefe kriegt, ein bisschen mehr Schatten. Hier gehe ich mit Grau rein. Das Glas ist ja für mich durchsichtig, transparent, aber wir kennen das ja selbst. Also es ist ja alles nicht nur einfarbig, deswegen Schattierung. Hier habe ich Grün für die Weinblätter. Mir ist meine Palette schon mal runtergefallen und da haben sich die eine oder andere Farbe gemischt, was mich nicht stört. Und ich benutze das halt weiterhin, bis die weitgehend leer ist. Und dann wird sie halt ausgespült, neu befüllt. Aber ich möchte halt die Farbe nicht vorher einfach auswaschen und verschwenden. Deswegen wird weiterhin damit koloriert. Hier gehen wir mit Vintage-Foto, mit Braun rein und setzen so ein bisschen Schatten. Auch in die Weinblätter, in den Käse, Weintrauben, selbst im Wein habe ich Braun verwendet. Und je mehr man mit Farbe arbeitet oder mit Farbpigmenten verschiedenen Farben, desto mehr kommt das Bild zum Leben und wirkt halt echter, obwohl es natürlich auch nur 2D ist, es ist ja nur gemalt. Ein bisschen mit Schwarz, dann die wirklich die extremsten Schatten setzen, sage ich mal.
Und dann wäre, glaube ich, dieses Motiv schon ziemlich fertig. Bei mir ist Schwarz quasi immer die letzte Farbe. Jetzt noch der Henry. Hier fange ich mit demselben Rot an für die Weinflasche. Mit Rosa gibt es dann Wangen und das Innere vom Ohr wird damit eingefärbt. Der Schwanz natürlich. Und das ist wieder mein Vintage-Foto. Das ist so mein Lieblingsbraunton. Stark verdünnt ergibt es halt die ja, Hautfarbe oder etwas ähnlichen, hautfarbähnlichen Ton. Ein helles Braun, braunbeige. Und konzentrierter wird das halt immer zu einem richtigen Braun. Das ist Walnuss, glaube ich. Das ist etwas dunklerer Braunton. Hier werde ich immer stärker und kräftiger vom Farbton und natürlich wird das trotzdem noch ein bisschen ausgeblendet, mit Wasser verdünnt und ins Innere des Motivs gezogen. Da hatte ich anscheinend einen Aussetzer. Die Mütze habe ich ohne Videokamera ausgemalt. Ab und zu ist das so, dass ich, wenn ich eine halbe Stunde Videozeit überziehe, dann geht automatisch meine Kamera aus, dann muss ich wieder die Aufnahme starten und dann geht das eine oder andere mal verloren. Aber hier war es jetzt nicht viel. Ich habe das Halstuch nicht mitgefilmt und die Mütze. Die sind halt so im Rotton und die Weste ist jetzt rosa geworden. Ich wollte nicht zu viel Farbe reinbringen, die halt irgendwie ablenken könnte. Und da ich für den Monat Februar rosa und rot ausgesucht habe, habe ich halt den Henry dementsprechend angemalt. Ich weiß, Henry ist eigentlich männlich und trägt bestimmt nicht so gerne rosa, aber das macht nichts. In meinem Planer kann ich machen, was ich will. Das Fass ist jetzt in Brauntönen angemalt und da, wo der Henry Schatten wirft, mache ich dann noch ein bisschen dunklere Töne rein. Also das Fass ist ja abgerundet und auch da kann man quasi die Elemente noch ein bisschen hervorheben, dunkler machen, dunkler schattieren. Auch die Mütze und das Halstuch, genauso wie der Wein, wird alles mit Braun ein bisschen dunkler gemacht. Hier habe ich wieder mit Rosa die Wangen stärker betont und auch das Innere des Ohrs. Und jetzt kommt wieder Schwarz. Also das äußerste Fächlein, was ich habe, das ist Black Suit. Und ja, damit setze ich noch stärker den Schatten, beziehungsweise macht das dunkler das Ganze. Und dann mit dem schwarzen Ton müsst ihr natürlich aufpassen. Also lieber zaghaft rangehen und mit kleinen Schritten anfangen, anstatt einen riesen Blob zu setzen, weil das kriegt ihr nicht mehr raus. Deswegen gehe ich auch sehr, sehr oft wieder in die Farbe rein, um ja eigentlich nur Kleinigkeiten zu betonen. Aber auch da bin ich, wie gesagt, auch sehr vorsichtig. Die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade die Farben Rot und Schwarz sehr intensiv sind und wenn man sich damit vermalt, dann kann man das eigentlich schon fast nicht mehr retten.
Hier wird noch das Label rosa eingefärbt und dann sind wir auch mit dem Kolorieren schon fertig. Jetzt nur noch das Ganze ausschneiden. Hier sind unsere vorgefärbten Wochenseiten. Auch hier wieder mit Metallic, Farbe von Action, besprenkeln, erst der hellere Rosaton. Dann wird hier das Ganze geföhnt. Und ich glaube, da war die Seite, wo ich gesagt habe, Schitte. Das hätte ich nicht machen sollen, weil die linke Seite, die ist ja schon von der Rückseite dekoriert gewesen, die musste ich ins in meinen Gefrierschrank legen, damit ich zumindest lesen konnte, was da drauf stand. Und selbst nach längerer Zeit in meinem Gefrierschrank musste ich tatsächlich das alles nachschreiben. Es war nicht mehr leserlich, also es war zu hell. Nach dem Rosa habe ich Pink genommen, mit Pink gesprenkelt. Hier habe ich wieder Labelpapier. Das sind Labelpapiere von Teddy oder ähnlichem, die sind schon vorgeschnitten. Aber ich benutze dann halt die Bereiche, die Flächen. Ich sag mal so, ich habe die einfach gekauft irgendwann mal und da sie da sind, werden sie halt auch benutzt. Zum Wegschmeißen ist zu schade. Und je nachdem, was man gerade macht, wenn die Stempel kleiner sind, kann man das auch ganz gut verwenden. Ich habe hier mehrere Rahmen. Der erste Rahmen ist für die Wochen oder Woche 5. Und die anderen kleineren Rahmen sind jetzt die Wochentage. Da kommen noch die Wochentage reingestempelt. Hier sind wir mit der Farbe Rot von Nuvo zugange. So, die ersten vier haben wir. Jetzt kommt das nächste Stück oder Reststück von einem, ich glaube, DIN A4 durchgehendem Labelpapier. Und da werde ich noch einige Schwierigkeiten haben. Ich glaube, mit den Wochentagen hatte ich da echt Probleme dieses Mal. Der Vorteil halt hier ist, man kann die Wochentage auf einmal stempeln. Ich habe die etwas nach links gesetzt, damit ich Platz rechts hatte, um die Wochentage noch mit drauf einzutragen. Wobei der Donnerstag schon ziemlich groß ist, also das füllt fast das ganze Fächlein schon aus. Und da habe ich mich verstempelt und es ist verschoben. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir das andersrum. Erst die Wochentage und dann die Rahmen, weil die Rahmen lassen sich definitiv leichter stempeln. Und wieder verschoben. Ich sag ja, also an diesem Augenblick ist das immer so, ach, warum nur? Und wieder falsch gestempelt. Aber es passiert auch mir. Und ich habe dann gedacht, ich lasse das lieber drinne und zeige euch, wie ernüchternd das manchmal sein kann und wie Perfektionismus einen dazu treibt, dann doch alles falsch zu machen. Hier habe ich mich entschieden, das zu behalten, so wie das jetzt ist. War ja erst der vierte Anlauf, wenn ich das jetzt richtig gezählt hatte. Und jetzt einfach mit dem Rahmen und mit dem Hybrid-Stempelkissen von Nuvo, jetzt hatte ich mich nämlich mit dem Stempelkissen auch schon vergriffen, einfärben und stempeln. Wie gesagt, dieser hier muss ja nicht perfekt sein. Mit dem Schwarz ist das viel schwerer irgendwie zu treffen. Und erst recht, wenn das Labelpapier dann wandert. Hier wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe dann nicht alle Wochentage auf einmal gemacht, sondern erstmal probeweise nur zwei. Man sagt ja dazu, man lernt aus seinen Fehlern und manchmal hilft es. Manchmal aber auch nicht. Ich war unzufrieden, habe das aber beibehalten. Habe die anderen Wochentage genommen, die gestempelt. Habe mich dann aber auch echt nicht getraut, noch doppelt zu stempeln, weil ich dachte, dann verschiebt sich das wieder
Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es nicht so deutlich zu lesen ist, dann müssen wir halt von Hand nachzeichnen. Hier sind von Kreativ Zeitlos meine Stempelplatte, die ich eigentlich schon die letzten 4 Wochen verwendet habe. Damit stempel ich die Wochenzahl und die Woche selber auf. Und hier seht ihr, ich war unzufrieden, habe mir einen Fineliner genommen und habe dann angefangen, das, was mir zu hell war, einfach nachzuzeichnen. Ich meine, das ist auch immer eine Möglichkeit. Im Idealfall natürlich, wenn ihr wisst, ihr wollt dann nicht mehr drüber pinseln oder das Ganze irgendwie befeuchten, weil je nachdem, was für einen Stift ihr benutzt, reagieren sie halt mit Wasser. Bei den Labeln zum Beispiel war das gar kein Problem. Ich wusste, ich schneide sie nur noch aus und die werden dann, so wie sie sind, in meinen Planer geklebt. Da war ich, glaube ich, schon genervt und gefrustet, habe ich einfach das Video angehalten. Die Labels dann halt nicht vor der Kamera ausgeschnitten. Hier werden ja auch schon aufgeklebt. Ich habe die Stempelmotive vorher positioniert, damit ich weiß, wie viel Platz ich habe und wo ich dann kleben kann. Hier natürlich auch wieder mein Lieblingsflüssigkleber. Also ich will nicht sagen, dass er der beste aktuell auf dem Markt ist. Es ist halt das, was ich zu Hause habe. Es gab mal eine Aktion von Tonic Studio. Das ist jetzt schon bestimmt ein Jahr oder zwei her und da habe ich 8 Flaschen im Set gekauft und ich werde die halt so lange benutzen, bis sie leer sind. Hier arbeite ich mich langsam durch und gucke, wo ich Platz habe für meine Wochentage, dass ich das aufkleben kann. Für den Sonntag habe ich mich entschieden, erst das Motiv aufzukleben. Im Grunde ist es ja so, dass ich am Sonntag eh nicht so produktiv bin und auch nicht viel aufschreibe. Deswegen ist es auch nicht tragisch, wenn der Bereich mehr zugeklebt ist. Und da sind wir auch schon fertig. Es wird das Ganze jetzt noch in meinen Planer reingesetzt und ergänzt mit meinem Friction-Stift. Das ist übrigens mein Hund, der neben mir ein bisschen schnarcht. Klingt lustig. Die einzelnen Wochentage werden nachgetragen. Hier habe ich mich entschieden, das auf eine Querreihe reinzuschreiben, weil der Platz einfach zu begrenzt war. Donnerstag ist halt ein wirklich langes Wort. Und da sind wir durch. Das war's. Ich freue mich sehr, dass ihr bis zum Ende geblieben seid und würde sagen, bis bald, bis zum nächsten Video von mir. Tschüss.